Ach, Coolio. Kriegen wir das doch noch hin? Sind letztendlich trinken lassen. Zwei von drei haben wir schon. Einer muss noch. Er muss selbst was nehmen. Hat er nichts mehr? Hallo, ich habe für 100 Simoleons was zubereitet. Er wird ja wohl noch was haben hier. Das war teuer. Haben wirklich nur zwei Simoleons? Was sind das für Drinks? 100 Simoleons für zwei Getränke. Das wäre mal... Boah, was muss da drin sein? Das war aber tierisch teuer. Gut, dann... Na gut, jetzt noch da was anfangen, selbst was zubereiten. Das wird wahrscheinlich nicht klappen von der Zeit her. Hier, komm, mach doch nochmal einen Saft. Aber das war ja mal ein Reinfall. 100 Simoleons und zwei Getränke dabei rausgekommen. Vor allem, ich bin gleichzeitig, das ist jetzt auch schon mal wieder vorbei, weil sie ist schon fertig. Sie hat sich das reingekippt und das war gut. Ist das jetzt wieder heile? Also seine Fähigkeiten in dem Bereich sind echt gut. Mittlerweile. Okay, jetzt sind jetzt zwei Leute. Hier, komm, Junge, hau rein. Mach. Es wird so nicht komplett vollständig werden hier. Ach, er soll mal fertig mixen. Aha, sieht mal gut aus. Gala-Abendessen abgeschlossen. Medaille erhalten, Silber. Ja, schön, dass ihr da wart, aber jetzt tschüss hier, ich muss aufräumen. Teile plündern. Sehr gut, haben wir das gemacht. Sensationell. Jetzt müssen wir nur noch inspiriert sein. Und sie steht immer noch da. Hier, komm. Spaß, er muss echt nochmal hier... Spiele spielen, Anfängerturnier? Nein. Sportspaß. Oha, Belohnung. Ach, guck mal. Ach nee, das Geld kommt von ihr, ne? Ein tolles Skala-Abendessen in deinem Haushaltsinventar. Findest du ein dekoratives Küchenregal? Ach, der Knaller. Ja, den dich du mal. Alle so mit Glitzern hier. Wir können aber mal echt dafür sorgen, dass die zusammen, sag ich mal, Anna hat heute 423 Simoleons mit nach Hause gebracht. Außerdem hat sie tolle Arbeit geleistet. Die müssen mal echt hier zusammen irgendwie mal in eine Pötte kommen. Und für, naja, für kleine Sims sorgen oder so. Ach, sie nimmt ein schönes Bad. Ach, guck mal. Guck mal, so richtig mit Wasser und so. Das ist ja ganz extravagant. Ganz schön pixeliger Körper. Ob das Zellulitis ist? Gut. Er arbeitet... Nee, sie ist da. Er arbeitet ja immer noch hier. Trinken. Ja, klar, kannst du machen. Aber trinken ist immer so sehr schubweise. Also zwischendurch warten die immer so Ewigkeiten in der Gegend herum. Hier, komm. Die ist doch schon lange weg. Teleplündern, Sportspaß spielen. Ja, spurt halt vor. Es ist noch gar nicht so ewig spät. Er sieht auch Spaß. Okay, wie geht's ihr? Das ist toll, ne? Sie kommt nach Hause. Hier sieht's aus, als hätte, als wäre hier ein Panzer durchgefegt. Und sie weiß wahrscheinlich nicht mal, dass hier eine Party war. Wahrscheinlich wäre sie sonst auch beleidigt. Säubern, kann man die Bar eigentlich verbessern? Nee. Kann man den Fernseher verbessern? Nein. Kann man den Kühlschrank verbessern? Nein. Kann man die Spüle Nein. Kann man... Das kann man verbessern. Beschichtetes Gehäuse. Habe ich das nicht schon gemacht? Wollte ich das nicht schon? Oder ist mir dann eingefallen, dass ich eine Party schmeißen könnte? Hier, sie kann das mal säubern hier und danach kann sie den mal aufräumen. Danach kann sie das hier auch aufräumen. Das kann sie meinetwegen essen, wobei sie hat genug weglegen. Das kannst du auch mal weglegen. Meine Güte, das ist toll. Sie darf aufräumen jetzt hier. Das ist super. Weglegen. Ich hoffe, sie räumt alles auf. Level 5 der Videospielfähigkeit. Das ist aber hoch. Rahmen kann jetzt fortgeschrittene Spielstrategien recherchieren. Außerdem kann er andere Sims mit seinem Videospiel können beeindrucken. Am besten Rentner. Die fahren da total drauf ab. Nee, Killerspiele. Nee, diese Jugend. Alles Mörder und Terroristen. Ja, natürlich. Ihre Energie lässt so ein bisschen nach. Sie räumt echt fleißig auf, muss ich sagen. Sie räumt wirklich alles auf. Weil das kann sie dann auch nochmal aufräumen. Wegwerfen. Essen.
Und schon sieht es wieder fast ordentlich aus. Wobei, da liegt noch ein Buch rum. Weglegen. So, wir haben neues Zeug, ne? Haben wir doch im Inventar. War doch so. Da. Meisterkoch Küchenregal. Was soll das? Moment. Ach so, das ist ja super. Na, das ist ja mal sensationell. Kann man das so längs machen hier? Als ob man da irgendwie jemand rankommen müsste. Wo kann man das denn rüberhängen? Soll das nicht einfach so im Raum hängen? Das, ich meine, ich finde solche von der Decke her hängenden Sachen ja immer ganz nett. Wir haben nur keinen Platz dafür. Außer natürlich mitten in der Mitte. Ha, puh. Wo mache ich das denn mal hin? Eigentlich vorm Fenster wäre das ganz super. Ich weiß aber nicht, ob das da hin kann, ehrlich gesagt. Oh. Nein. Das kann er natürlich nicht hin. Wenn man das hier... machen wir mal so. Ach, stimmt ja, da hängt ja immer noch ein Schrank. Meine Herren, den haben wir ja komplett vergessen hier. Oh, huch. Hoppla. Wenn das hier so... Das hängt ganz schön tief, ne? Machen wir es so. Wenn den Schrank sieht man eh nicht. Das hier sieht man wenigstens. Das sieht zwar jetzt vollkommen übertrieben aus, weil das ein bisschen tief hängt, ehrlich gesagt. Aber warum nicht? In der Höhe können wir es nicht beeinflussen, ne? Nee, schade. Der Schrank. Wie gesagt, den sehen wir eh nie. Ah, kann auch weg. Das wird schon gehen. Hier, komm. Aber ein bisschen neue Deko. Hat eigentlich auch kein... Na, wir können es ansehen, immerhin. Wow. Ich muss mal eben gucken hier. Die Couch, ne? Die haben wir auch schon... Ich meine, klar, die haben wir schon lange. Die werden wir auch lange noch haben. Denke ich mal. Weil... Was war denn das? Das war... War das das Ding? Nee. Was haben wir denn da genommen? Doch, das war das hier. Modernes Sofa. Komfort 1. Wow. So richtig Deluxe. Unbeschämte Zweisitzer. Komfort 4, Komfort 5. Die sehen halt nicht unbedingt schön aus hier. Immerhin gibt es hier eine ganze Menge Farben, aber die sieht trotzdem nicht schick aus. Nee, das gefällt mir nicht. Das hier, unbeschämte Zweisitzer. Komfort 4. Ja. Ja. Sowas da. Ja, so von der Art her ginge das bestimmt. Zwei Sitzer. Eigentlich ein Dreisitzer wäre echt ganz praktisch. Unbeschämtes Sofa. Ja, gut, dann nehmen wir vielleicht das in dem Ton vielleicht. Ja. Ich weiß nicht genau. Machen wir es mal so. Das war jetzt höchst spontan. Also war wirklich spontan jetzt. Ich wollte eigentlich kein Sofa kaufen. Also nicht ernsthaft. Aber gut, was macht man nicht alles? Die Wohnung ist echt seltsam. Das ist wirklich komplett durcheinander gewürfelt. Also alles hier. Alle verschiedenen Stile. Verschiedene Qualitätsstufen. Das ist hier das billigste Ware überhaupt. Naja, gut. Das ist halt alles ein bisschen eigen hier. Das ist, naja, so Studentenhaushalt extended, sag ich mal. Also auch wenn sie keine Studenten mehr sind, lebt der Geist doch weiter des Studenten. Sie darf nochmal joggen gehen. Es ist ja erst 23.12 Uhr. Er darf nochmal auf den Pott gehen, weil das ist ganz wichtig, gerade mal hier verwenden. Danach darf er auch nochmal roggen gehen. Beschichtet. Ach so, hier. Er darf aufhören. Stimmt, die Verbesserung, die machen wir dann ein anderes Mal. Das machen wir ein anderes Mal. Das kleine Knuffelschweinchen hier. Ist das knuffig? Mit Pflaster. So, sie ist fleißig
In der Nacht. Auch da kann man natürlich joggen. Ist so ein bisschen blöd, wenn man kein Licht hat. Aber hier sind noch andere unterwegs. Ach, guck mal. Sind noch andere unterwegs, die um die Zeit joggen. Wer macht denn sowas? Außer natürlich sie. Warum fahren auch nachts hier Ausflugsdampfer vorbei? Da sieht man noch nichts. Vor allem Mitternacht. Mitternacht-Ausflug oder was? Ich weiß ja nicht. So, wie sieht das eigentlich vollständig aus hier? Boah, die Fenster sehen halt winzig aus, ne? Wahrscheinlich, weil die auch winzig sind. Weil hier sehen die genauso winzig aus. Ja. Ist schon alles interessant. Man hätte, ich meine, das Grundstück ist noch ewig groß hier, ne? Weil so ewig auch nicht. Man hätte es nur noch größer machen können. Das ist größer hier. Aber gut. Die Frage ist, wenn wir hier noch ein Zimmer mehr haben wollen oder hier mal ein bisschen herumwerken und was machen, in welche Richtung expandieren wir eigentlich? Soll das hier unterteilt werden? Ein bisschen noch auseinanderziehen noch? Wäre fast sinnvoll. Im Prinzip würde ich fast ein neues Haus bauen. Aber, naja, ich glaube, ich würde das aber eigentlich auch so lassen. Wahrscheinlich das Sinnvollste wäre, wenn man hier noch eine zweite Etage irgendwie drauf macht. Wobei dann ein bisschen die Übersichtlichkeit verloren geht. Aber vielleicht wäre das tatsächlich ganz sinnvoll. Ach, er ist jetzt joggen, ne? Vielleicht wäre das... Ach, guck mal hier, das mieft. Nicht nur das Zeug ist auch noch fluoreszierend. Das ist so richtig, richtig schlimm. Radioaktiv verstrahlt wahrscheinlich. So wie sein Lächeln da unten. Er kann erstmal duschen danach. Duschen und danach... Wobei, duschen braucht er gar nicht. Ich habe mich gerade vertan mit Energie und Hygiene. Klingt ja auch so ähnlich. Ah, das neue Sofa sieht seltsam aus. Das ist eigentlich zu schmierig. Das ist zu glänzend. Können wir das... Warte mal, das muss mehr retromäßig aussehen. Das ist zu schlimm. Na. No. Wird nicht besser, ne? Das ist doch mal stylisch. Mo. Gelb vielleicht? Dann hat jemand... Nee. Sieht aus, als hätte jemand seine Blase tatsächlich nicht halten können. Und zwar sehr ausführlich. Das hatten wir gerade, ne? Nee, das hatten wir. Machen wir das. Das sieht vielleicht ein bisschen humaner aus. So einen leichten Gelb-Touch. Es ist halt blöd, wenn das Licht hier aus ist. Wobei, wir können es ja anschalten. Na gut, das Licht ist trotzdem nicht angeschaltet. Na gut. Ist egal. Er darf aber auch gleich mal pennen. Es ist schon 1 Uhr Nacht. Er haut mal ein bisschen rein hier, hoffe ich. So. Natürlich ohne Hände zu waschen ins Bett. Man hat ja erst das Klo gereinigt. Ist ja kein Problem. Ein wenig Ritze-Ratze, die Bäume fällen im Schlaf. Ja, sieht ein bisschen besser aus. Sie ist wahrscheinlich früher fertig hier, ne? Sie darf mal sowas von auf den Pott. So. Ich weiß, du musst. Gleich kann man eine Spur sehen, wo du langgelaufen bist, wenn es so weitergeht. Sie braucht unbedingt Spaß. Wahrscheinlich kann sie hier am PC zocken, während er noch schläft. Das wäre doch super. Ja, du bist doch schon da. Einfach nur pressen. So, oder loslassen vielmehr. Haushalt, Karriere, Haushalt. Naja, umziehen lassen, ich weiß nicht genau. Bestellung, Samen kaufen, Bücher kaufen, Wurdepuppe kaufen. Nee. Dann darfst du echt nochmal ein bisschen zocken hier. Sims Forever. Oder sie guckt einfach nur Fernsehen und kann dabei... Wobei, was essen brauchst du noch nicht. Dann darfst du echt mal zocken. Sie räumt einfach auf. Die können mal aber wirklich echt bald hier mal für, sag ich mal, Kinder sorgen, weil es wäre vielleicht sinnvoll. Aber nicht jetzt morgens um 8. Da käme ein sehr eiliges Kind bei raus. Das fände ich nicht so gut. So, er darf auch aufstehen. Wobei, die können vielleicht... Können die nicht jetzt noch... Erstmal muss er was essen. Frühstück servieren. Er ist inspiriert gerade mal. Joghurt-Parfait mit Früchten. Das ist kein Frühstück.
Na gut, er macht das mal trotzdem. Aber was heißt, servieren macht er da immer gleich 4 Mahlzeiten oder ist es einfach nur eine? Weil 18 Simoleons ist schon ziemlich teuer. So, hier klein geschreddert. Es ist zumindest Obst drin, von daher, es sieht schon mal gut aus. Ach, das sind gleich 8 Stück. Meine Herren, sieht echt gut aus, verdammt. Oh, Cribs. Cribs war mal eine Serie auf MTV. Wo es tatsächlich auch um Häuser geht. Das sieht echt gut aus, verdammt. Jetzt will ich auch sowas. Wobei Parfait ist ja... Ist es nicht eigentlich Eis? Ist es sowas Eisähnliches, was man kalt stellt in den Gefrierschrank? Das sieht nicht so aus. Oder ich vertue mich, das kann natürlich auch sein. Hunger. Gut, die hätten jetzt noch gleich 20 Minuten, dass sie da sich ein Kind machen können, aber dann machen wir das wann anders. Ein Gericht nehmen. Solange sie noch kann. Hier die Nancy. Sie hat einen Freund. Hooray! Er hat immer zwei Freunde hier. Kommen, Nancy, herein, bitte. Können wir mit ihr hier, sag ich mal, mehr Auswahl? Was können wir alles machen hier? Nee, machen wir nicht. Also Kinder mit Fremden können wir nicht machen. Das ist schon mal... Ich will nicht sagen schade, aber das ist schon mal gut. Gut zu wissen, sag ich mal. Das passt eigentlich überhaupt nicht hier rein, ne? Sofa. Aber gut. Da brauchen wir wirklich ein bisschen mehr Platz. Weil im Prinzip haben wir das gerade so, wir haben so einen kleinen Wohnzimmerplatz. Das ist nicht unbedingt viel. Und das ist hier im Prinzip Flur. Das heißt, hier könnte man eigentlich eine Wand reinziehen. Und das ist halt Küche. Und die ist eigentlich auch dann nur von hier bis hier. Und das ist auch ziemlich klein. Wir müssen da mal schauen. Vielleicht, dass man das Haus nach vorne, also dass man das insgesamt ein bisschen nach hinten zieht und nach vorne verlängert. Oder dass man... Moah, wie macht man das? Bisschen nach... Na, das bringt wahrscheinlich auch nichts. Eigentlich müsste hier alles ein wenig umstrukturiert werden. Das Haus ist nicht dafür ausgelegt, dass man hier quasi noch einen Flur reinmacht und noch ein Zimmer. So wie es gerade aktuell ist. Ich glaube nicht. Sandsack kaufen. Ach, guck mal. Anne knuddeln. Ja, kann er mal machen. Wobei sie gerade mal beschäftigt ist. Wobei, muss sie nicht zur Arbeit? Sie muss zur Arbeit. Hallo, sie muss seit einer Stunde zur Arbeit. Und sie hockt immer noch vor dem PC. Meine Güte, sie hat sich noch mit niemandem umgezogen. Was ist denn da los? Nein, du... Ja, Hunger ist jetzt vorbei. Mädel, hä? Wärst mal früher aufgestanden, hopp hopp. Zur Arbeit. Was macht sie denn? Was macht sie denn? Ich weiß nicht, was sie macht. Naja, wie dem auch sei, sie haut zur Arbeit ab. Ich hau auch ab, und zwar aus der Aufnahme hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Ich hoffe mal wirklich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie teuer so ein Anbau hier ist. Es wäre schön, wenn wir das irgendwie hinkriegen hier, dass das Haus noch einen Raum erweitert werden kann. Irgendwie. Man könnte sowas machen, dass man vielleicht das Schlafzimmer so ein bisschen kleiner macht. Hier so, dass man hier eine Treppe hoch macht. Von hier aus eine Treppe nach oben vielleicht. Oder man macht halt... ich weiß nicht genau. Irgendwie braucht man noch ein Zimmerchen mehr. Oder dass man, sag ich mal, den Eingang woanders hinlegt. Wie auch immer das denn gehen soll. Aber dass man hier diesen Platz ein bisschen sinnvoller nutzt, auch hier ein bisschen mehr aufteilt. Das Bad ist eigentlich auch... Das hat eine komische Form. Das hat eigentlich echt eine dämliche Form. Na gut, das ist halt mein erster Hausversuch gewesen. Von daher, da ist der Wasserhahn kaputt. Von daher, es ist natürlich nicht wirklich auf Erweiterungen noch ausgelegt. Vielleicht bauen wir uns irgendwann mal ein anderes Haus, dass wir die ganzen Gegenstände einfach bei uns behalten und einfach mal den Haushalt umziehen lassen. Es wäre auch mal eine Sache, ne, dass man das Haus hier eigentlich bestehen lässt, weil dass man dann kann man halt sagen, ja, hier, komm, wir lassen das einfach mal da. Und dann ist schön und gut. Dann kann man das später noch anschauen, falls man das wollte. Dass man hier irgendwie noch wen anders einziehen lässt oder so. Aber gut, das machen wir beim nächsten Mal hier. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet. Entweder wir das hier erweitern oder verändern würdet. Oder ob wir tatsächlich in ein neues Haus umziehen. Natürlich allen Krempel mitnehmen, den wir hier haben. Das wäre natürlich blöd, wenn wir das verhökern müssten. Aber dass wir uns da ein bisschen austoben. Dass wir da was anderes neu bauen vielleicht.
Das fände ich mal gut. Na, mit Zukunftsplanung quasi, dass man hier noch ein Zimmerchen mehr hat. So, wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Sims 4 und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Adios und tschö.